Und am 19. zum Stadionflog gegen FC Schalke 04. Ich habe alles gesagt in Vorberichten. Nochmal ohne Diskussion, es ist heute ein Pflichtsieg, auch an alle Schalker, die zugucken. Ich weiß nicht, wie das Spiel ausgegangen ist, das ist ja klar, das ist ja vor dem Spiel. Natürlich kommt man damit auf die Fresse fallen mit der Erwartungshaltung quasi, aber wer soll es übernehmen? So, gegen wen, wenn nicht gegen Schalke vor ausverkaufter Heimkulisse, sollen wir gerade gewinnen? Das ist unfassbar wichtig. Wie gesagt, es ist ausverkauft, es wird eine geile Stimmung, auch Schalke wird ausverkauft, ihren Auswärtsblock mitbringen. Es wird richtig geil, wie auch gegen Köln, Bundesliga pur, ich habe sehr Bock drauf. Geh mal rein.
jetzt. Jungs und Mädels, willkommen im Abstiegskampf. Wenn man da überhaupt noch irgendwen willkommen heißen muss, weil es war klar, es geht bei uns nur um Klassenhalt. Aber ja, ich habe es ja vorm Spiel, hatte ich ja wirklich eine ganz, ganz kurze Einleitung, nur weil ich wirklich dachte, ey Jungs, heute Heimspiel gegen Schalke, ausverkauftes Haus, die kommen aus dem 1:6 in Union, da muss was gehen. So, da musst du gewinnen heute, weil du hast keine einfacheren Spiele mehr als Heimspiel, außer auch Schalke wäre was anderes gewesen auswärts, aber Heimspiel gegen angenocktes Schalke oder eben vielleicht noch gegen angenocktes Bochum aktuell. So, das sind so mit die einfachsten auf dem Blatt, die einfachsten Spiele, die du aktuell hast. Und dann sowas. So eine Leistung, oder besser gesagt Nicht-Leistung. So, die Anfangsphase war ausgeglichen. Schalke schenkt uns das 1-0, wir schenken es 1-1 hinterher. Natürlich war es Terodde, klare Geschichte, natürlich, wer auch sonst, hat nicht gejubelt. Immerhin das, ist einfach ein geiler Typ, Terodde, muss man auch so sagen. Und dann war es das. Dieses 1-1, der 1-1 Ausgleich hat uns wirklich, also spätestens der hat uns komplett ausgenockt. Danach war Sendepause bei uns. Sendepause. Schalke war dominant, war besser und Schalke muss heute oder ist heute das Team, das Fanlager, wie auch immer, das sich aufregen darf, dass sie hier nicht gewonnen haben. Weil es natürlich dann später auch in Überzahl waren. Ich habe gesehen oder habe gelesen nur bisher, die Wiederholung nicht gesehen bisher, dass es scheinbar, ja, manche sagen klare Fehlentscheidung, manche sagen ja einfach ein bisschen hart, war wohl ein bisschen überzogen, die gelb-rote Karte für Wagnermann. So oder so natürlich, trotzdem wieder ein Bild, letzte Woche glatt rot für Pfeiffer, diese Woche rot für Wagnermann. Ich weiß auch nicht, ob man irgendwie drauf einwirken kann, wahrscheinlich nicht so richtig, aber das muss halt auch nicht sein. Und dieses ständige Fangen von roten Karten ist halt Quatsch. Unser Kader ist nicht breit genug dafür, sich auch noch dadurch zu schwächen, weil die Verletzungen und sowas kommen sowieso automatisch bei uns, das wissen wir alle ganz genau. Jetzt auch nächste Woche schon mal im Blick auf Bayern, wo ich ja auch am Start bin auswärts. Stellst du einen Stenzel auf für Wagnermann? So nichts gegen Stenzel als Person,
Wagner man auch nicht überzeugend auf, also nicht 100% überzeugend auf rechts bisher, aber er hat zumindest einen Ticken mehr Tempo als ein Stenzel. Also nächste Woche dann wirklich, wenn du Stenzel auf rechts spielst gegen Mané, gegen Sané und wie sie alle heißen, das wird ja bodenlos. Also der nimmt ja jedem, also Stenzel werden ja 70 Meter abgenommen auf 100, wenn dann Mané gegen ihn anläuft. Das wird ja komplett bodenlos, genau wie diese Leistung nach dem Einsatz. Ich hatte das Gefühl, ich war ja auch mit einer durchaus, soll man sagen, nicht arrogant, würde ich nicht sagen, aber in einer selbstbewussten Haltung ins Spiel. So, ey, das ist Schalke, die müssen wir heute besiegen. Ich bin zuversichtlich, gewinnen wir heute. 3-1-Tipp, ne, alles noch normal. Nicht, dass wir die abschießen, ne, überhaupt nicht. Das wäre auch übertrieben. Schalke auch wirklich eine sehr ordentliche Leistung gebracht heute. Wie gesagt, kurz vor Schluss noch ein paar dicke Chancen gehabt, ein paar Dinge, wo sie ein paar Zentimeter zu, ja, zu ungenau waren, sonst wäre das Ding noch reingeflogen. Verdient auch für Schalke reingeflogen, ist 1-2. Ja, aber die Spieler von uns haben wohl so ein bisschen vom Gefühl her diese Einstellung gehabt, von wegen, wie wir führen hier nicht mit 3-0 von Anpfiff ab. Wie kann denn das sein? So, das war für mich so das Gefühl. Irgendwie nach 15 Minuten oder sowas hast du das Gefühl gehabt, die kicken da Alibi vor sich hin und kicken angenervt da vor sich hin, dass sie nicht schon 3-0 führen, machen aber nichts dafür, dass sie 3-0 führen oder dass sie hier Schalke problemlos schlagen zu Hause. Dafür wurde nichts getan. So, die Haltung von den Spielern war heute völlig falsch und jetzt musst du halt gucken, ne? Unten, du steckst jetzt halt unten voll mit drin. Das war das einzige Spiel aus den ersten 5 Spielen, wo ich sage, da musst du auf jeden Fall gewinnen. Ich sage, in Köln hast du 2 Punkte verloren, meiner Meinung nach. In Bremen war es unglücklich letzte Sekunde vom Spielverlauf, aber irgendwo noch okay. Bei Bremen läuft es auch gut. Den Punkt nehme ich mit in Bremen so an und für sich. Aber das gegen Schalke war ein Pflichtsieg, den du nicht geholt hast. Und jetzt fährst du nach Wolfsburg, nach Wolfsburg, sorry, fährst du nach Bayern nächste Woche, wo du normalerweise verlierst. Ich meine, du hast ja nichts zu verlieren, aber die Bayern, das auch noch, die sind angefixt. Die sind richtig angefixt. Unentschieden gegen Gladbach, völlig unverdient, hätten sie gewinnen müssen. Dann ist Unentschieden bei Union, was ich nicht bewerten kann, aber trotzdem halt 2 Spiele, die Bayern nicht gewonnen haben in der Liga, die sind angefixt. Da gibt es oft eine komplette Trotzreaktion. Unter der Woche haben sie noch Champions League. Ich glaube, Inter steht da, glaube ich, vor der Tür bei den Bayern. Aber die sind richtig, also in der Liga sind die angefixt. Und jetzt kommt da ein Club wie uns, oder wie ein Club wie wir, der auch, ja, sich durchaus da, auch wenn Scheiße läuft, ja, einreihen darf in die Reihe Frankfurt-Bochum und richtig aufs Maul bekommt in München. Ich bin sehr gespannt darauf, bin ziemlich angepisst. Ich glaube, ihr teilt die Meinung wahrscheinlich. Auch wenn der grundsätzlich natürlich nichts dafür kann, dass wir so kacke gespielt haben, dass es am Ende 1-1 ausgegangen ist, bin ich auch heute das erste Mal tatsächlich dabei. Ist immer Stadionsicht, wurde oft dann quasi korrigiert durch die Sicht von vorm Fernseher, durch die eigentliche Sicht aufs Spiel dann halt, aber die nicht emotionale Sicht aufs Spiel. Aber ich glaube, heute bin ich das erste Mal wirklich auch dabei, dass die Schiri-Leistung, ja, das war es nicht. Da war keine Linie drin, das hat sich angefühlt für sehr, sehr viel für Schalke gepfiffen. Generell für so ein Duell im Abstiegskampf, was es einfach ist, ein härteres Duell ist. Sehr viel Kleinigkeiten abgepfiffen. Siehe auch die gelb-rote Karte, was ja wirklich kein großer Deal war scheinbar. Aber trotzdem, wie gesagt, nicht ausschlaggebend dafür, dass wir hier nicht ein besseres Spiel abgeliefert haben. Ist auch ganz klar. Und was ich noch sagen will, natürlich, sehr geil, dass Schalke zurück ist. Ganz klare Geschichte, habe ich in allen Vorberichten gesagt. Hat man auch mal gemerkt hier, das ist ein Upgrade für die Bundesliga. Die gehören in die erste Liga. Deswegen wünsche ich mir auch, dass sie nicht absteigen. Trotzdem hätten wir uns heute besiegen müssen. Aber die Stimmung war brutal. Stimmung war sehr, sehr geil. Heimstimmung war richtig stark. Auswärtsstimmung war richtig stark. Auch sehr, sehr viel rund um den Auswärtsblock drumherum gekauft. Da merkst du einfach, da kommt halt ein Club. Da kommt kein Leipzig oder sowas zu dir auswärts. Da kommt halt ein richtiger Club mit Tradition, mit Fans. Das war auf jeden Fall sehr, sehr geil. Trotzdem gerne eure Meinung in die Kommentare da lassen, weil jetzt mein längerer Teil hier nach dem Spiel. Aber wir haben halt diesen richtigen Bewertungsteil vom Spiel halt nicht so richtig im Vorbericht mit drin. Deswegen nutze ich hier immer nach dem Vlog-Teil quasi die Chance und sage da ein bisschen mehr zum Spiel. Danke fürs Zuschauen. Trotzdem gerne das Abo da lassen, wenn ihr neu am Start seid und das alles hier bis aufs Spiel doch ganz in Ordnung fand, das Video. Bedanke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.